Bevor wir zum Chimera-Labor gehen, möchte ich das Andenken, was ich von Aeolia bekommen habe, lagern beim Item-Guy. Der Grund dafür ist, ich werde es für die Bosskämpfe verwenden, weil stellt euch mal vor, ihr kämpft gegen einen normalen Gegner und plötzlich stirbt ein Partymitglied und das Andenken belebt euch, ohne dass ihr es wollt, wieder. Und dann ist es weg. Schon ärgerlich. Dann wollte ich noch im Dorf jemand Bestimmtes ansprechen. Und zwar war das die Tochter vom Bürgermeister. Die ist nämlich hier. So. Na, komm her. Sie sagen, Newport ist die Stadt, wo man jetzt sein sollte. Sie sagen, es ist eine gigantische Großstadt. Ich möchte auch dahin. Newport? Dann will ich euch noch was zeigen. Erinnert ihr euch noch an die Fabrik, wo ihr mal gearbeitet habt? Oh, hey Lukas. Ja, die Fabrik wird bald geschlossen. Sie sagen, sie brauchen keine Knetmänner mehr. Oder Knete. Oder die Fabrik. Mich braucht wahrscheinlich auch keiner mehr. Das macht mich traurig. Ha, ha, ha. Wenn die Fabrik geschlossen ist, bringt man mich auch nach Newport City. Newport City. Wie ihr sehen könnt, haben die ganzen Claimants keine Energie mehr, sitzen irgendwo rum. Das ist auch in der Mine so. Es ist fast schon ein trauriger Anblick. Hier, klingelt es an. Sie bewegen sich nicht mehr, sie liegen irgendwo rum, sie haben keine Energie mehr. Sie werden nicht mehr gebraucht. Fast schon traurig. Dann noch eine letzte Sache. Geht doch mal zum Fernglas und schaut euch, wenn ihr wollt, die Zerstörung vom Thunder Tower an. Ja. Gut, dass wir nicht da oben geblieben sind. Naja, runterfallen ist auch nicht viel besser wie Fassad. Der müsste jetzt tot sein. Das war's fürs Erste. Jetzt gehen wir doch mal zum Chimera-Labor. Oder Moment, ich will noch was zeigen. Es gibt noch einen Ort, der nicht mehr benutzt wird, und das ist Club Tidibu. Hier ist absolut niemand mehr. Jetzt sind wir wieder unten und fast hätte ich es vergessen zu erwähnen. Ich habe ein bisschen gelevelt offscreen. Lukas Level 32 und Boni ist jetzt Level 30. Okay, ich würde sagen, wir kämpfen erstmal gegen dieses Viech. Haben wir bereits getan, aber das ist lange her und ich will euch meine Entwicklung der Stärke demonstrieren quasi. Gut. Smash und das war's. Es ist tot nach einer Runde. Wir sind stark geworden. Gut. Ihr müsst vom Roadway aus Richtung Westen, aber erstmal zeige ich euch dieses komische Pferdespinnenviech-Teil. Und es wird euch verdammt nochmal auf die Nerven gehen. Es macht so viel Damage. Das ist einfach unglaublich. 85 bei Boni. Ich meine, ich werfe jetzt noch... Spann den Bomben und zieht relativ viel ab, okay. Und er stirbt einfach nie. Ich meine, wenn er Berserker ist, so Boni ist tot. Meine Fresse. Jetzt müssen wir ihn schnell besiegen, bevor Boni wirklich tot ist. Super, jetzt hat er Lukas auch noch vergiftet. Gut. Weg ist er. Wenn Lukas vergiftet ist, müsst ihr euch entweder heilen mit PK Healing oder ihr geht zu einem Hot Spring. Das werde ich auch tun, weil in der Nähe befindet sich ein Hot Spring. Und ihr seht, das Bild flimmert. Das heißt, Lukas verliert nach und nach AP. Also müssen wir uns beeilen. Aber ich laufe erstmal hier hoch. Hier befindet sich ein Tor. Das ist ein Tor. Ach, echt? Und da sind tanzende Figuren drauf abgebildet. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Commander! Die Nadel befindet sich anscheinend hinter diesem seltsamen Tor in Murasaki Forest. Eines der Affen im Chimera-Labor ist der Schlüssel für die Nadel. Aber es ist aus dem Käfig ausgebrochen und läuft hier irgendwo im Gebäude rum. Okay! Ja, tut mir leid, es ist kalt. Okay, das heißt... Die Nadel befindet sich hinter diesem Tor mit Abbildungen von tanzenden Männchen drauf. Und nur ein gewisser Affe, der sich im Chimera-Labor befindet, kann dieses Tor öffnen. Ich frage mich nur, was für ein Affe das nur sein könnte. So, da oben ist das Chimera-Labor, aber ich gehe noch nicht rein. Ich will euch erstmal diesen Gegner zeigen. Eine Fusion aus Strauß und Elefant. Okay. Boom, boom, ich werde hier dein Hinter versohlen. Und Lukas ist immer noch vergiftet. Wir müssen ihn gleich heilen. Seht euch das an. Ist das nicht kreativ? Also ich finde die Gegner von Mana 3 einfach unglaublich. So. Wow. Das war ein einfacher Gegner. Ich wünschte, ich hätte immer so einfache Gegner. My boy. This enemy is what all true warriors strive for. Sprecht das Huhn an. Und sie gibt euch. Ein frisches Ei. Und jetzt geht mit dem frischen Ei da oben zum Hot Spring. So, das trifft sich auch gut. Ich muss mich eh heilen. Und jetzt schaut euch euer Inventar an. Das frische Ei ist nun ein Hot Spring Ei, was euch 100 HP verleiht. Das ist viel.
sehr viel. Für ein normales Item. Yay, Luigi. Oh, du bist doch der Teilzeitarbeiter von damals. Perfektes Timing. Pass hier für mich auf, okay? Ich muss da jetzt rein, weil irgendwelche Affen ausgebrochen sind. Okay. Ich bewache den Eingang für dich. Von wegen, Dummies. So. Das ist also das Chimera-Labor. Seltsamer Ort. Gruselige Musik. Oh, du bist der Teilzeitarbeiter, der heute anfängt, oder? Ja. Okay, cool. Ich finde es auch so lustig, dass die Schweinemasken so blöd sind und nicht merken, dass ich, ja, dass ich der Einzige bin, der ihre Pläne durchkreuzt. Auf jeden Fall sagt er uns, dass sich hinter dem Mini-Theater eine Umkleide befindet, wo wir unsere Sachen, Pigmask-Sachen anziehen können. Und gibt es hier irgendwas Tolles bei der Vending Machine? Very good stick. Okay, gib mir anscheinend mehr, offensiver als Nesses Jojo. Ah, na gut. Ich gebe Nesses Jojo auf. War eine schöne Zeit mit dir, Friends Jojo. Und willkommen, Very Good Steak. Okay, dann gehen wir uns umziehen zum zweiten Mal. Wow, das ist wirklich ein Mini-Theater. Okay, hier sind die Umkleiden. Ich muss mich erst heilen. Ah, Lukas ist ja gar nicht mehr vergiftet. Stimmt, ich war ja im Hot Spring. Put them on. Okay, ich höre auf. Das sieht super aus. Hier ein seltsamer Raum mit viel Schnickschnack. Fernseher. Ah, cool. Hier gibt es anscheinend einen Entwurf dieses Labors. Okay. Jetzt sollten wir aber Salz... ich habe Affe gesagt. Jetzt sollten wir aber den Affen finden. Perfektes Timing. Ihr seid Teilzeitjobber, nicht wahr? Dann helft mit beim Suchen. Affen werden vermisst. Ja, das wissen wir bereits. Die verstecken sich hier, irgendwo im Labor. Es sind zwei von denen. Zwei? Hier hätten wir so ein Büro. Perfektes Timing. Ihr seid doch... Hey, du sagst ja genau selber wie der Typ vorhin. Überwachungskameras? Okay. Hey, wer war das denn? Ein alter Mann in einem Abfalleimer? Hey, hier gibt's einen Hotspring. Mit einer netten Abbildung einer Rakete. Okay, wir müssen jetzt die Affen finden. War das dieser Abfalleimer? Nee, ich glaube, das war ein größerer. Der alte Mann ist uns entwischt. Mal sehen. Der nächste Raum ist der Proberaum. Und dann und dann und dann? Die Treppen bringen dich ins erste Stockwerk? Und dann gibt's da einen Fahrstuhl und die Tür ist offen. Glaube ich. Hä? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Aber ich glaube, das war schon richtig so. Soll ich das wiederholen? Nein, außerdem dachte ich, du kannst dich nicht mehr erinnern. Hier ein seltsamer Papagei. Und hier ein Fahrstuhl. Fahren wir doch mal ins dritte Stockwerk. Yay. Wow. Hier ist absolut nichts. Gut, dann fahren wir diesmal ins erste Stockwerk. Wenn ihr das erste Mal hier seid, dann wird euch dieses Labor ziemlich auf die Nerven gehen, weil es fast schon ein Labyrinth ist. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Und zwar nach ganz links im Wow! Das nenne ich Missbrauch. Und hier kommen wir wohl noch nicht durch, weil wir uns den Weg versperren. Nein, ich habe mich verwirrt. Ich habe das Spiel schon zwei oder dreimal durchgespielt und weiß immer noch nicht, wohin. Das passiert mir andauernd, ehrlich gesagt. Okay. Was ist hier? Hier befinden sich anscheinend die Fertigmodelle der Chimera. Gegen die haben wir auch schon gekämpft. Okay, ich laufe jetzt einfach irgendwo hin. Mein Gott, ich muss sowieso... Okay. Hier war ich auch nicht. Ja! Hier haben wir verschiedenste Skulpturen und Knochen eines... ja, jungen Drachen. Das... irgendwelche Knochen. Und ein Frosch. Frosche, Frosche, lalalala. Okay, was zur Hölle singe ich da? Selbst wenn es ausgestopft ist. Ein Frosch bleibt ein Frosch. Und hier hätten wir auch eine nette Figur. Aber jetzt müssen wir allmählich den Affen finden. Ja, das erinnert mich an gute alte Zeiten. Als ich das erste Mal hier reingekommen bin, dachte ich, ach du Scheiße. Werden mich die ganzen Gegner jetzt angreifen? Nein, das sind nur Figuren. Sind das Gehirne? Hey, das sind doch die Affen. Ja, als ob ich euch nicht sehe. Jetzt bleibt mal stehen hier. Ihr könnt mir nicht entkommen.
Salsa, Samba, wenigstens haben die sich wieder zusammengefunden. Vorsicht! Wow!